Liebe Angehörige, Zugehörige und Freunde unserer verstorbenen Gäste, als Hospizleitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Gedenkgottesdienst. Leider ist es uns auch heute nicht möglich, Sie persönlich begrüßen zu können. Trotzdem wollen wir an unsere verstorbenen Gäste denken, an ihre Angehörigen. Und sie teilhaben lassen. Dafür sind wir heute hier. Wir, damit meine ich mein gesamtes Team. Ohne das gesamte Team, die Pflegekräfte, die Küchenkräfte, Hausmeister, Sozialdienstkraft, Ehrenamt und Seelsorge, wären die vielen Dinge, die wir hier im Hospiz tätigen, nicht möglich. Ich danke meinem gesamten Team dafür und danke Ihnen als Angehörige für das Vertrauen in unsere Arbeit. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, Quelle des Lebens, im Namen Jesu, des Sohnes, der Liebe gelebt hat, und im Namen von Gottes Geist, des Trösters in Traurigkeit. Amen. Wir beten. Unser Gott, wir sind vor dir in aller Trauer, die uns erfasst hat. Wir mussten einen Menschen hergeben, der ein Teil von uns ist. Unsere Herzen sind schwer und manchmal wissen wir nicht, wohin mit den Gefühlen, die uns bedrängen. Sei du bei uns, lass uns spüren, dass deine guten Mächte uns trotzdem tragen. Lass uns spüren, wir sind nicht allein. Amen. Thank you.
liebe Trauernde, liebe Mitarbeitende. Ein Bild von einem Blütenzweig habe ich Ihnen mitgebracht, das auch schon vorne auf dem Programmzettel abgedruckt war. Blumen sind die Boten der Farbe, der Schönheit, des Wachstums. Mit Blumen schmücken wir unser Haus. Aber mit Blumen umgeben wir uns auch, wenn wir traurig sind. Blumen geben viele von uns auch ihren Verstorbenen mit als letzten Gruß am Grab. Vielleicht haben auch Sie das getan, als Sie im Laufe der letzten Monate Ihren Angehörigen verabschiedet haben. Der Blütenzweig, den Sie sehen, heißt genauso, wie er aussieht: tränendes Herz. Die Pflanze blüht im Frühjahr und sie zeigt beides, Herzen und Tränen. Und deshalb finde ich diese Pflanze auch so passend für den heutigen Anlass, weil beides dazugehört zum Abschied von einem Menschen. Das Herz, es steht für unser Leben überhaupt. Wir leben, solange unser Herz schlägt. Das Herz ist auch ein Symbol für unsere Mitte. Was wir mit vollem Herzen tun, tun wir mit voller Leidenschaft. Und wen wir im Herzen tragen, der ist uns besonders wichtig. Noch viel mehr, den lieben wir. Liebe aber, so reich sie unser Leben macht, sie macht uns auch verwundbar. Denn wenn der geliebte Mensch bedroht ist, dann geht es auch mir nicht gut. Dann fühle ich mich auch persönlich angegriffen. Und deshalb finde ich das tränende Herz für heute passend. Denn die Blüten auf dem Bild zeigen nicht nur das Herz, sondern eben auch die Tränen. Ich finde, damit spiegelt sie gut die innere Empfindung der Trauer mit all ihren Widersprüchen wider. Viel Herz, also viel Liebe spüre ich da in mir. Viele schöne Erinnerungen, auf die ich nicht verzichten möchte. Erinnerungen, die da sind, die ich dankbar habe. Die große Zuneigung, die ich zu dem Menschen habe, den ich verabschieden musste. Gemeinsames Leben, das wir teilten. Ja, die Dankbarkeit für alles, was er oder sie mir geschenkt hat. Und neben der Liebe viele Tränen, viel Schmerz, weil ich den, den ich liebe, gehen lassen muss. Weil derjenige mir fehlt und ich das jeden Tag spüre. Manchmal vermischt sich auch der Schmerz mit Wut, weil ich mich so verlassen fühle und voller Fragen, die ich nicht beantworten kann. Und manchmal, wenn einer vor Trauer erstarrt ist, dass er nicht weinen kann, dann ist es so, als ob die Tränen noch im Herzen verschlossen sind. Aber sie sind da, ungeweint, wie versteinert. Eine Frau, die ihren Mann verloren hat, hat mir das letzte Woche so beschrieben. Da sind so viele Gefühle gleichzeitig in mir. Die passen gar nicht zusammen. Das ist so anstrengend. Ich halte das kaum aus. Ich bin voller Unruhe. Tränendes Herz, Liebe und Schmerz. Zu dem Blütenzweig ist mir ein Bibelvers aus dem zweiten Buch der Könige eingefallen, der uns als trauernde Menschen ansprechen und trösten möchte. Gott spricht: Ich habe deine Tränen gesehen. Vielleicht erscheint das manchen von Ihnen zu wenig, wenn Gott sagt: Ich habe deine Tränen gesehen. Und nicht etwa: Ich habe sie weggewischt und dich wieder fröhlich gemacht. Mir selbst aber erscheint es bedeutsam, dass Gott zunächst die Tränen von uns einfach nur wahrnimmt. Sie scheinen ihm wertvoll zu sein,
und nicht nur unsere Fröhlichkeit. Es scheint ihm wichtig zu sein, dass sie ihren Raum bekommen. Gott meldet sich zu Wort und es ist, als ob er fragt: Was hast du? Was fehlt dir? Was brauchst du? Was ist mit dir? Du weinst ja. Ich habe deine Tränen gesehen und sie sind mir nicht egal. Das heißt, da ist jemand, vor dem muss ich mich nicht verstecken in meiner Trauer und mit meinen Tränen. Wir gehen ja unterschiedlich mit unseren Tränen um. Wir wischen sie weg. Wir entschuldigen uns dafür. Mancher schämt sich auch dafür. Und andersherum wird das auch von Trauernden beklagt. So in dem Sinn: Jetzt hast du lange genug getrauert. Es reicht. Hör auf zu weinen. Wende dich wieder dem Leben zu. Gott aber sagt: Ich nehme deine Tränen wahr. Ich habe sie gesehen. Auch die du im Verborgenen geweint hast und noch weinst. Du darfst so fühlen, wie du dich fühlst. Deine Tränen gehören zu dir. Und das ist für mich eine Einladung, meine Tränen und all meine Gefühle ernst zu nehmen. Vielleicht haben auch Sie das schon erlebt, wie befreiend es sein kann, wenn man einen Menschen hat, vor dem man sich in der Trauer so geben kann, wie man sich fühlt, bei dem man einfach auch mal weinen darf, dem man erzählen kann von dem geliebten Menschen, der einem so fehlt. Ja, es braucht jemanden, der zuhört, mitfühlt und mitschwingt. Die Trauer braucht einen Raum. Die Trauer braucht Anerkennung. Und das ist am Ende oft viel tröstlicher als einer, der gute Ratschläge für mich hat, wie ich mich verhalten soll und was ich tun soll. Gott spricht: Ich habe deine Tränen gesehen. Das Schöne an dem Bibelwort ist, dass Gott hier nichts verlangt, nichts fordert, nichts sagt: So geht's weiter. An dieser Stelle, an der Gott sagt: Ich habe deine Tränen gesehen, ist einfach Raum. Jeder und jede ist frei zu erzählen. Seine Geschichte, sein Leiden, ihren Schmerz, ihre Trauer, aber auch die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, die dazugehörte. Gott ist einfach da und hört zu, wie ein Freund, wie eine Freundin. Allein dieses Hören Gottes und unser Sprechen wird etwas verändern, denn ich spüre, ich bin nicht allein. Da, wo ich denke, keiner versteht mich, wie es mir geht, keiner kann fühlen, wie weh es tut, da verspricht Gott, einen Weg zu mir zu finden. Ich habe deine Tränen gesehen. Ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht, auch wenn du dich selbst nicht verstehst. Liebe Zugehörige, heute fühlen wir, was wir fühlen. Jede und jeder auf seine Weise. Es darf sein. Ich wünsche uns dieses Vertrauen darauf, dass wir in der Trauer begleitet sind von dem Gott, der unsere Tränen sieht. Und dass wir uns deshalb die Zeit zugestehen, die wir für unsere Trauer brauchen. Wir dürfen uns davon trösten lassen, dass Gott alles ernst nimmt, was wir fühlen. Dass er uns zugewandt ist und bleibt. Und dass auch unsere Verstorbenen nicht tiefer gefallen sind als in seine Hand.
Gott spricht, ich habe deine Tränen gesehen. Amen. Gedenken unserer Verstorbenen. Wir wollen ihnen in liebendem Erinnern nahe sein und sie nicht dem Vergessen anheimgeben. Auch wenn wir in diesem Gottesdienstformat keine Namen lesen dürfen, jeder Einzelne ist uns wichtig. Sein Name, ihr Name ist niedergeschrieben und bewahrt in unserem Erinnerungsbuch bei uns im Hospiz. Wir gedenken der Menschen, die im Hospiz in den letzten 4 Monaten verstorben sind. Für jeden Einzelnen steht hier eine dieser Kerzen. Jede Kerze davon werden wir entzünden. Und wir laden Sie ein, auch zu Hause ein Licht für Ihren verstorbenen Angehörigen zu entzünden. Wir vertrauen darauf, dass die geliebten Menschen nicht nur in unserem Gedächtnis bewahrt bleiben, sondern dass sie auch bei Gott ihren Namen haben für alle Zeit. Thank you.
Wir beten. Lebendiger Gott, du gehst mit uns durch unsere guten Tage, aber du siehst auch unsere Tränen. Du lässt uns Raum für unsere Trauer. Viele Menschen wurden in den vergangenen Monaten geweint um Menschen, die wir liebten und die zu uns gehörten. Wir bitten dich, sieh unser Leiden an und stärke unsere Hoffnung darauf, dass unsere Verstorbenen bei dir geborgen sind und gut aufgehoben. Lehre uns auch, uns gegenseitig unsere Tränen zuzumuten und einander in der Trauer zu begleiten. Wir bitten dich, lass uns unsere Erinnerungen bewahren an den geliebten Menschen, den wir verloren haben. Lass sie uns nicht nur Schmerz sein, sondern auch zur Kraft werden, von der wir zehren auf dem Weg der Trauer. Keiner kann uns nehmen, was wir gemeinsam erlebt haben. Gott erschüttert nehmen wir wahr, wie viele Tränen in der Ukraine geweint werden. Der sinnlose Krieg schafft unvorstellbares Leid. Wir denken an Kinder und ihre Eltern, an alte Menschen und Männer, die in höchster Gefahr sind. Wir bitten dich, bringe die Kriegstreiber zur Vernunft, allen voran Putin in seinem Größenwahn. Schaffe Frieden und beende sinnloses Sterben. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der um dich weiß, umgebe dich mit seinem Segen wie einem schützenden Mantel. Er erfülle dich mit Zuversicht und Frieden. So segne dich der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die Worte Gedenkfeier oder Gedenkgottesdienst verbinde ich oft mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, welches mir sehr am Herzen liegt und ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Und genau dieses Geschenk wünsche ich Ihnen und möchte ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben. Unser Hospiz ist auf Spenden angewiesen. Wenn Sie uns unterstützen wollen und können, wären wir für eine kleine Spende sehr dankbar, damit wir auch weiterhin diese Arbeit so tätigen können. Dankeschön.